Umso mehr darf ich mich bei Ihnen, sehr geehrter Dr. Jirek, herzlich bedanken, dass vor allem Agenda Austria 2020 dieses Thema Digitalisierung heute in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung setzt und vor allem an einem Veranstaltungsort stattfindet, wo Wissenschaft und Forschung zu Hause sind. Ich kenne beide Veranstaltungsorte, beide kennengelernt, kein Vergleich, Sie sind hier am richtigen Ort. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn du, geschätzter Herr Rektor, nicht applaudiert hättest. Aber Scherz beiseite, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei meinem Amtsantritt zur Landeshauptfrau von Niederösterreich habe ich ein ganz großes Ziel definiert. Mein Ziel ist es, dass Niederösterreich nicht nur das größte Bundesland ist, sondern mein Ziel ist es, Niederösterreich vor allem zum schnellsten Bundesland zu machen. Jetzt wird sich der eine oder andere von Ihnen fragen, was meint sie denn zum schnellsten? Schlank ist schnell. Schnell, wenn es um schnelle Entscheidungen geht für neue Arbeitsplätze in Niederösterreich, wenn es um neue Betriebsansiedelungen geht, wenn es um Verfahren geht, wenn es um Prozesse geht, wenn es vor allem um Entscheidungen für die Anliegen der Bevölkerung unserer Landsleute geht. Und all das, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht zum Selbstzweck, sondern weil ich das als zentrale und wesentliche Grundlage halte für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik und vor allem auch als eine wesentliche Grundlage für noch mehr Lebensqualität unserer Landsleute. Und ich glaube, wir alle sind uns in einem einig. Das Beständigste im Leben ist die Veränderung. Und gerade dieser Veränderung müssen sich Staat und Wirtschaft immer wieder stellen. Und wenn wir so im Blick zurück analysieren, dann ist es sowohl dem Staat als auch der Wirtschaft immer wieder gelungen, sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen. Und vor allem die Wirtschaft ist immer wieder gefordert, sich auf Innovation, auf Neuigkeiten einzustellen. Und schauen wir einmal zurück und denken an die erste Massenproduktion durch Maschinen. Denken wir an das Ende des 19. Jahrhunderts, an die Einführung der Elektrizität. Die Elektrizität war der zentrale Motor für die zweite industrielle Revolution, war die Antriebskraft. Oder denken wir zurück an die 1970er Jahre, erfolgte die weitere Automatisierung durch Elektronik und IT, wo wir meines Erachtens gelernt haben, mit Computern umzugehen, wo es sehr schwierig war, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon zu überzeugen, hier Schritt zu halten. Aber letztendlich ist es in den letzten Jahrzehnten auch tatsächlich gelungen. Und seit einigen Jahren beschäftigen wir uns alle mit dem Thema Industrie 4.0 durch die Digitalisierung. Und wir in Niederösterreich haben diesen Begriff etwas erweitert. Wir in Niederösterreich sprechen nicht von Industrie 4.0, sondern wir sprechen von Wirtschaft 4.0, weil wir wollen, dass sich alle Unternehmen mit diesem Thema Digitalisierung beschäftigen, ja, dass sich vor allem auch Klein- und Mittelunternehmen damit beschäftigen. Wir wollen vor allem dort Schwerpunkte setzen, wo wir Antworten brauchen auf die Herausforderungen von heute, vor allem aber auch auf die brennenden Fragen von morgen. Und damit wir als Bundesland Niederösterreich die Zukunft aktiv gestalten können, dass wir vor allem auch die Chancen nützen können, haben wir uns in den letzten Monaten und letzten Wochen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben einen Masterplan Digitalisierung auf den Weg gebracht. Einen Masterplan mit 92 konkreten Maßnahmen, konkrete Maßnahmen, die auf die verschiedensten Bereiche abzielen. Von der Arbeitnehmerförderung über den Bereich Bildung bis hin natürlich Landwirtschaft und Wirtschaft. Wir werden in den nächsten Monaten dafür 60 Millionen Euro in die Hand nehmen und jede dieser einzelnen Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen. Eine ganz entscheidende Grundlage dafür ist zweifelsohne unsere
Breitbandoffensive. Eine Breitbandoffensive, die es vor allem garantieren soll, dass alle Niederösterreicher und Niederösterreicher in allen Regionen, in allen Orten einen raschen, schnellen Zugang zum Internet haben. Denn diese Vernetzung Breitband ist mindestens heute so wichtig wie Straßen zu bauen, Brücken zu bauen, um hier vor allem die Regionen, die ländlichen Regionen zu stärken. Und wir sehen das vor allem als die zentrale Chance für den ländlichen Raum. Wir sehen darin vor allem auch eine Beseitigung der Unterschiede zwischen dem urbanen Bereich und dem ländlichen Bereich. Und aus diesem Grund haben wir auch eine eigene Strategie, ein eigenes Konzept entwickelt, ein Konzept, für das wir international Anerkennung finden, ein Konzept, wo wir seitens der Europäischen Kommission auch ausgezeichnet worden sind mit dem Europäischen Breitbandpreis. Jetzt geht es für uns darum, diese Breitbandoffensive Schritt für Schritt umzusetzen und vor allem auch weitere Schritte zu setzen. Und wir haben auch bereits den nächsten und vor allem auch logischen Schritt gesetzt. Einen logischen Schritt vor allem mit einer eigenen Stabsstelle für Technologie und Digitalisierung in unserer Wirtschaftsabteilung im Land Niederösterreich. Diese Stabsstelle soll vor allem alle Digitalisierungsmaßnahmen im Bundesland Niederösterreich bündeln und soll darüber hinaus natürlich motivieren, informieren, koordinieren und vor allem auch die einzelnen Institutionen und Organisationen auch vernetzen. Wichtig war mir vor allem diese Stabsstelle mit einem ganz konkreten Auftrag darüber hinaus zu beschäftigen, nämlich mit dem Haus der Digitalisierung. Diese Stabsstelle hat den Auftrag, ein Konzept für ein Haus der Digitalisierung zu erstellen. Ein Haus der Digitalisierung, das hier vor allem Knotenpunkt werden soll zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und vor allem auch der Bevölkerung. Wir haben uns vorgenommen, dieses Konzept Haus der Digitalisierung bis Ende dieses Jahres fertigzustellen und wollen dann im Jahr 2018 an die Umsetzung, an die Realisierung gehen. Und im Wissen, dass wir diese technologische Entwicklung nicht aufhalten können, sind für uns natürlich zentrale Fragen von großer Relevanz. Nämlich Fragen, wie können wir diesen technologischen Fortschritt nützen? Wie können wir vor allem aus dieser Digitalisierung die Chancen nützen für uns alle? Und wir haben uns vorgenommen, dass wir diese Digitalisierung auf alle Fälle nützen wollen, und zwar so nützen wollen, dass sie uns am Weg nach vorne sowohl für Land als auch Leute nützt, dass sie uns vor allem auch neue Arbeitsplätze bringt, dass sie vor allem auch zu einer Stärkung unserer ländlichen Regionen beiträgt und dass sie vor allem auch mehr an Lebensqualität für die Bevölkerung bringt. Das heißt, ein großes Vorhaben, viele Maßnahmen, die warten, umgesetzt zu werden. Und umso mehr freue ich mich, dass sich Agenda Austria 2020 auch diesem Thema Digitalisierung widmet, dass Sie sich als Expertinnen und Experten, als Unternehmer sich diesem Thema auch verschrieben haben, wo ich mir auch von dieser Veranstaltung weitere Ergebnisse erwarte, Ergebnisse, die wir uns alle zunutze machen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen spannenden Tag mit einem zentralen Thema Digitalisierung mit einem Mehrwert für uns alle. In diesem Sinne alles Liebe und herzlich willkommen bei uns an der Donau-Universität.